Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Als ich neulich da saß und überlegen musste, was ich denn für die Kartoffel-Zwiebel-Challenge koche, hatte ich die geniale Idee, dass ich dachte, ich mache geile Pommes, mache Beftiki und ein Tzatziki dazu. Alles viel zu viel. Wir haben ja dann die super schönen Kartoffelpuffer gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Video schon geguckt, sonst einfach mal ein Stückchen zurück bei uns in die Mediathek und dann könnt ihr euch die Kartoffelpuffer ansehen. Also, wir machen heute Beftiki, Tzatziki, Pommes. Und Pommes richtig geil. Jetzt kommt unser Intro und dann legen wir los. Und wie war unser Intro? Gut wie immer, ne? Genau. Ich habe schon mal Kartoffeln geschält. Die werde ich jetzt kurz waschen und dann werde ich die zu Pommes schneiden. So, für die Kartoffel, die müssen wir ja erstmal in so Scheiben schneiden. Ich schneide die jetzt so in so dicke Scheiben. Und dann schneiden wir die einfach so der Länge nach auf. Also eigentlich bin ich völlig der falsche Ansprechpartner, weil eigentlich ist die Frau hinter der Kamera diejenige, die hier bei uns die geilen Pommes macht. Und jetzt muss ich ihr aber ins Handwerk pfuschen. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Aber du kannst das. Dankeschön, dass du so viel Vertrauen in mich setzt. Schön. Ja. Also solltet ihr hier irgendwelche komischen Geräusche nebenbei hören, das sind meine Nachbarn über uns. Die sind halt immer ein bisschen lauter. Die haben so einen kleinen Jungen, der die ganze Zeit hier durch die Wohnung trampelt. Also das ist dann über uns. Sorry. Aber ich versuche das mit ein bisschen Bearbeiten des Tons und ein bisschen Musik kriegen wir das, glaube ich, weg. Pommes sind geschnitten. Jetzt tue ich die in kaltes Wasser für eine halbe Stunde. Nach 15 Minuten einmal das Wasser wechseln. Jetzt fangen wir schon mal an, die Tzatziki zu machen. Ich habe zwei kleine niedliche Gurken hier. Die werde ich jetzt vorne front abschneiden und dann gewaschen sind die schon und dann werde ich schnell reiben. Das ist ja ruckzuck gemacht. Eben schnell. Die erste Gurke ist gleich schon weg. Ich melde mich dann gleich, wenn ich die zweite auch fertig habe. So, meine zwei Gurken sind jetzt schon mal runtergerieben. Da ist jetzt schon viel Flüssigkeit. Jetzt tun wir da schön Salz rein. Nicht zu knapp, können wir schön ordentlich was reintun, weil da kommt ja nachher ordentlich noch Joghurt drauf und dann ist da sowieso die meiste Leistung von dem Salz auch weg. Das lassen wir jetzt so wie es ist, 10 Minuten stehen. Zwei Knoblauchzehen, die nehme ich mir jetzt hier raus, mache die Schale weg und reibe mir die auch eben schnell runter. Ich reibe mal eben schnell meinen Knoblauch hier runter. Und dann sind auch gleich die 10 Minuten um und dann zeige ich euch, was ich mit der Gurke gleich mache. Jetzt haben wir hier große Mengen an Flüssigkeit von der Gurke und die muss jetzt hier komplett raus. Wir wollen ja nicht das alles völlig verwässern. Und jetzt können wir das hier so schön ab mit der Hand rausdrücken. Und dann tun wir das gleich schön mit zu unserem griechischen Joghurt. Gurken sind abgetropft, wenig Flüssigkeit nur noch drin. Jetzt tue ich meinen Knoblauch, den ich gerade gerieben habe, da auch schon zu. So. Und dann kommt da mein griechischer Joghurt rein. So, schön griechischen Joghurt damit rein. Ja, geil. Klasse. Das sieht schon mal gut aus. Vermengen wir das mal eben. Ich habe das jetzt schön vermengt. Jetzt müssen da noch 2 Esslöffel Olivenöl rein. 1, 2. Dann wird das schön geschmeidig und kriegt natürlich jetzt noch so ein bisschen Olivenölgeschmack. Dann muss da noch ein bisschen Pfeffer ran. Richtig ordentlich was da rein, damit da ordentlich Geschmack rauskommt. Also
mir kribbelt das ja so ein bisschen in den Fingern. Ich hätte da ja sogar ein bisschen Chili reingetan. Aber wir wollen ja so ein bisschen originalgetreu bleiben. Jetzt mache ich noch ein bisschen Salz da rein. Jetzt werde ich das verrühren und dann probieren wir gleich mal. So, Jajuk hat schon mal eine Runde probiert und meinte, es fehlt noch ein bisschen Salz. Also noch ein bisschen Salz da dran. Dann rühre ich das gleich nochmal um. Kommt ein bisschen Frischhaltefolie drüber. Und dann kommt das für eine halbe bis dreiviertel Stunde. So lange brauchen wir ja hier insgesamt auch noch den Kühlschrank. Und dann ist das Tzatziki auch schön durchgezogen und fertig. Und dann können wir das nachher auch schön essen. So, Tzatziki ist fertig. Die Pommes sind da am Wässern. Das Wasser habe ich gerade eben gewechselt. Viertelstunde ist um. Die müssen jetzt noch eine Viertelstunde. Und jetzt zaubern wir mal eben für unseren Bifteki das Hack. Ich habe hier 400 Gramm Rinderhack. Da muss ich jetzt gleich mal so ein paar Sachen für vorbereiten. Ich habe vorbereitet hier schon mal Thymian, Knoblauch und krause Petersilie. Die schneide ich jetzt klein und dann kommt das zu meinem Hack dazu. So, eben schnell die Petersilie runterschneiden. So, Petersilie ist auch schon fertig. Die können wir jetzt auch schon mal reinschmeißen. Genau. So, Knobi auch schön klein geschnitten. Auch damit hinein. Jetzt muss ich mir eine Zwiebel nehmen. Ich nehme wieder eine rote Zwiebel, wie immer. Werde die klein schneiden und dann muss die einmal kurz angedünstet werden. Heute meine winzig kleine rote Zwiebel, die wir auch damit reintun. Natürlich habe ich hier auch noch ein bisschen mehr. Das ist nur das Innenteil gewesen, was mir gerade rausgefallen ist. Das kommt da halt jetzt alles gleich in die Pfanne und wird dann immer eben schnell ein wenig angedünstet. So, bis jetzt ist in meiner Schale drin das Hack, der Knoblauch, Oregano, Rosmarin, Petersilie und dazu kommt jetzt meine angebratene rote Zwiebel und da oben drauf liegt so ein bisschen roter, frischer Chili. Nur um es zu zeigen, das ist nur ganz wenig von dieser Chilischote, weil ich will nur, dass es ein bisschen pikant ist, nicht knalle scharf. Ne? Also nur so ein bisschen habe ich da reingetan, weil diese kleinen Dinger sind schon mega scharf. Wer es nicht ganz so scharf mag, am besten noch weniger nehmen oder halt weglassen. Dann lieber ein bisschen mehr Pfeffer, ja, oder vielleicht eine ganz kleine Spur Cayennepfeffer oder so. Aber eigentlich, ich kann immer nur sagen, ich finde so einen frischen Chili finde ich ganz gut, weil es eigentlich eine schöne Schärfe ist. Das ist nicht so mega scharf und vorne so auf der Zunge, sondern das ist halt so ein bisschen beim Wein würde man sagen im Abgang scharf. So, dann tue ich da noch zwei Eier rein. Und dann werden wir das erstmal eine Runde verquirlen. So, ich vermenge das jetzt hier schön gleichmäßig. Das wird mit Sicherheit viel zu flüssig werden. Dann tun wir da gleich noch ein bisschen Brotkrumen, also Semmelbrösel rein, um das Ganze dann auf die Konsistenz zu bringen, wie wir das haben wollen. So, das ist mir natürlich jetzt alles viel zu flüssig. Da tue ich jetzt schön Semmelbrösel oben drauf. Und damit kriege ich das so ein bisschen abgebunden. Weil wenn die so mega feucht sind, dann fallen die mir gleich auseinander, wenn ich die gefüllt habe. Und jetzt, wie man schon sieht, wird das ja so ein fester, schöner Teig. Obligatorisch noch ein bisschen Salz und noch ein bisschen Pfeffer. So. Dann können wir das erstmal zur Seite stellen. Das vermengt sich ja gleich nochmal, wenn ich da anfange, die zu füllen. Wir müssen jetzt als nächstes den Feta-Käse klein schneiden. Ich habe mir eben schnell meine kleine Paprika genommen. Die werde ich jetzt gleich mal eben schnell klein schneiden. Und dann schneide ich den Feta-Käse klein. Meinen Feta-Käse schneide ich jetzt auch eben schnell in Streifen. Und dann werde ich die aber auch noch ein bisschen kleiner machen, wenn er mir nicht gleich komplett zerfällt, so dass ich den halt
da gut reintun kann. Wie der aussieht, in welchen Formen, ist eigentlich ja ziemlich egal, verläuft ja sowieso gleich. So. Jetzt fehlt mir nur noch ein bisschen Petersilie. Dann habe ich meine drei Teile zusammen, die ich brauche zum Füllen. Ich habe jetzt die Menge von meinem Hack oder Bret oder wie man es nennen will, einfach geviertelt. Das ist dann halt so die Menge. Und dann mache ich mir halt hier wie so ein Brot. Da tue ich ein bisschen was von meiner Paprika rein. Ein bisschen was von meinem Käse in der Mitte. So. Und ein bisschen was von meiner Petersilie. Und dann verschließe ich die. So, jetzt habe ich die schön verschlossen. Und davon mache ich jetzt noch vier Stück. Und dann kommen die gleich schön in die Pfanne. Eigentlich wollte ich es auf dem Grill machen. Bei uns scheint aber gerade auf dem Balkon so dermaßen die Sonne, dass ich meinen Grill nicht benutzen kann und da nicht filmen kann. Da ist das so mega hell. Das geht gerade nicht. Deshalb nehme ich gleich meine Pfanne und mache das hier drin. Ich mache mal eben die vier fertig. Also noch einmal. Wieder ein bisschen Paprika in die Mitte. Ein bisschen Käse hier rein. Alles schön zentral in der Mitte. Dann wieder ein bisschen an Petersilie. Und dann einfach zumachen. Beftekis sind gefüllt. Meine Lieblingspfanne ist heiß. Ich tue die da jetzt rein. Und dann braten wir die an. Ich brate jetzt immer 2x2. Wobei mein letzter ist ein bisschen größer geworden. Aber das macht nichts, nicht so schlimm. Wir lassen die jetzt ein bisschen anbraten. Dann drehen wir die um. Wir braten die langsam mit nicht so mega Hitze. Weil wir wollen ja auch, dass das Ganze durch wird. Und innen drin halt auch schön zerfließt. So, die ersten zwei habe ich schon mal umgedreht. Den dritten drehe ich jetzt gleich um. Da ist mir jetzt nur gerade die Kamera im Weg. Ich werde die aber gleich in den Backofen tun, weil ich muss ja gleich noch die Pommes machen nebenbei. Und vom Timing her kommt das sonst gleich nicht hin. Halbe Stunde ist um und unsere Kartoffeln gießen wir das Wasser ab. Die sind jetzt eine halbe Stunde mit einmal mittig Wasser wechseln hier in einem Wasserbad gewesen, um die Stärke zu verlieren. So, jetzt sind die schön trocken. Aber uns nicht trocken genug. Wir legen die jetzt nochmal hier auf so ein Küchentuch, damit die richtig abtrocknen, damit wir die richtig schön kross dann auch gleich bekommen. Wir haben noch so ein bisschen Rapsöl von gestern, weil wir hatten gestern schon mal Pommes. Ich tue da jetzt ein bisschen was zu, weil so ein bisschen was muss man ja auch haben. Wir machen das in so einer kleinen Pfanne. Ist ja nur für zwei Leute. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Moment warten, bis das richtig heiß ist. Und dann geht das gleich los. Ich tue mir jetzt hier auf meine Kelle so ein bisschen Pommes. Weil ich will die da nicht so reinwerfen. Wenn man Pech hat und das ist noch zu feucht, dann spritzt das immer so. Und ich habe keine Lust, mich da jetzt so mega zu verbrennen. So, die Pommes müssen da jetzt 3 Minuten rein. Nach 3 Minuten nehmen wir die raus. So, erste Rutsche ist jetzt 3 Minuten hier drin. Ich nehme die jetzt raus. Da werdet ihr jetzt alle sagen, oh, die sind aber noch gar nicht fertig. Nein, die sind ja, aber sie sind noch nicht braun. Jetzt nimmt man die raus. Dann werden wir die restlichen Pommes auch 3 Minuten, damit sie schön vorgegart sind. Und dann kommen sie gleich noch einmal hinein. Und dann werden sie schön braun und schön geröstet. So, unsere vorgegarten Pommes kommen jetzt in die Pfanne noch einmal und werden jetzt einmal richtig schön goldenbraun geröstet. Mm. Pommes sind gut. Die nehmen wir jetzt hier raus. Schön abtropfen lassen. Ich lege die dann immer noch mal auf den Küchenkrepp zwischendurch zum Zwischenabtropfen. Dann kommen die gleich in die Pfanne, in die Schüssel, Entschuldigung. Werden schön gesalzen. Und dann sind wir gleich durch mit unserem Mammutwerk für heute. Wird bestimmt ein Halbstunden-Video. Nee, glaube ich nicht, aber so ähnlich. War heute auch nicht ganz so einfach. Wir haben echt mit Technik zu kämpfen gehabt. Eine Herdplatte, die nicht wollte.
tun, der plötzlich keinen Akkulaufzeit mehr hatte. Ein Koch, der plötzlich husten muss. Die Pommes sehen richtig gut aus, oder Schatz? Ja, richtig golden. Ja, so, dann tun wir die jetzt in die Schüssel. Jetzt kommt da schön Salz drüber. Mmh, geil. Unsere drei Beftekis, ich nehme einfach mal hier einen weg. Tu den hier schon mal auf den Teller. Und dann da ein bisschen Pommes dazu. Und dann haben wir ein schönes Essen hier. Sehr lecker. Ich schneide jetzt einfach mal das Beftekis an. Dann könnt ihr mal sehen, wie wunderschön das innen drin geworden ist. Da ist schön mein Käse, die Paprika. Sieht richtig lecker aus, richtig genial. So ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt das, was wir hier die heute fabriziert haben. Die Tzatziki ist das geilste Tzatziki, was ich, glaube ich, je in meinem Leben gegessen habe. Es ist so würzig, richtig geil. Ein wunderschönes, nicht super schnelles Gericht, aber ein wunderschönes Gericht. Ich hätte es noch viel lieber auf dem Grill gemacht, dem Beftekis, aber da war so schlechtes Licht, das hätte ich überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Das hättet ihr dann auch überhaupt nicht gesehen. Leider. Machen wir vielleicht nochmal ein nächstes Mal etwas Ähnliches und dann machen wir das schön auf dem Grill. Wobei, es gibt ja Grill-Kochblogs ohne Ende. Also die Jungs zeigen uns ja auch, wie es geht. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Wir haben heute mal ein bisschen mehr gemacht als nur eine Sache. Das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen interessanter, ist auch ein bisschen länger geworden als sonst. Schatz, hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Nee, ich habe Hunger. Alles klar, wir wollen essen. Dann werden wir das Ganze jetzt mal beenden. Ich hoffe, ihr habt uns schon abonniert. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Ist auch kein Problem. Habt ihr irgendwelche Kommentare, irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Wünsche, schreibt sie einfach unten rein. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir kriegen. Dann würden wir uns wieder freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet, wenn der Foodblog von Hamburg am Kochen ist. Und ich sage tschüss. Ciao, ciao. Und Frank von foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.